Zuschauer. Menschen mit brüntem Tank sieht man an, dass sie sich in ihrer Haut wohlfühlen. Der unkontrollierte oder leichtsinnige Umgang mit den Strahlen ist aber gefährlich. Besonders wichtig ist darum ein perfekter Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen. Die unsichtbaren ultravioletten Strahlen sind dafür verantwortlich, dass man an der Sonne schön braun wird. Wenn man sich aber nicht schützt, kann das Gewebe geschädigt werden und die Haut frühzeitig altern. Die meisten von uns haben ja selber schon Erfahrungen mit einem Sonnenbrand gemacht. Gegen die Folgen dieser UV-Strahlen kann man sich wirksam schützen mit den Sonnenschutzprodukten von bekannten Marken, die wir Ihnen zurzeit zum Aktionspreis anbieten. Der Lichtschutzfaktor dieser Produkte hängt vom eigenen Hauttyp ab und geht an, wie lange es geht, bis man einen Sonnenbrand bekommt. Unser heutiger Gast zum Beispiel sieht stark nach Typ 2 aus, mit heller Haut und blondem Haar. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Natascha. Hallo. Natascha, du kommst gerade aus dem Studio. Wie weit bist du mit dem neuen Album? Und wird es echt wieder so erfolgreich wie das letzte, wo du gerade eine goldige Auszeichnung dafür bekommen hast? Das weiss man nie so genau, ob es ja gut wird. Also, ich hoffe natürlich schwer und habe riesige Freude am neuen Album und den neuen Songs. Und das Album kommt Mitte September raus. Anschließend gehen wir auf eine grosse Tournee. In der Schweiz hauptsächlich, Deutschland und noch ein bisschen Amerika. Du hast dich für einen UNO-Beitritt stark gemacht. Du musst dich auch jetzt weiterhin noch dafür engagieren. Ja, am 10. September tut die Schweiz offiziell den UNO-Beitritt. Es gibt eine grosse Festivität in New York. Und ich werde zusammen mit ganz vielen anderen Leuten die Schweiz ein bisschen vertreten. Danke, Natascha. Gut, zum heutigen Studiothema passt auch das Rezept, das du und der Armin uns jetzt präsentieren, nämlich einen lustigen Sommersalat. Bitte in die Küche. Richtig, zum Sommer und zum Sonnenle gehört ja auch eine leichte Küche. Grüezi miteinander. Salut Natascha. Salut Armin. USA Langkornreis in Salzwasser kochen, abschütten und abkühlen. Gelbe Peperoni in Würfel schneiden. Cherrytomaten halbieren oder vierteln. Und Essiggürkel für die Scheibeln. Einen roten Apfel vierteln und mitsamt der Schale in Scheibli schneiden. Und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Frühlingszwiebeln in Streifen schneiden und Mozzarella würfeln. Eine kleine Dose abtropfte Maiskörner und Schinkenwürfel zum Reis geben und mit allem anderen gut mischen. Jetzt mit dem Rezept von der Coop-Zeitung eine Soße anrühren, gut mit dem Salat vermischen und vor dem Servieren mindestens eine Stunde ziehen. Und gerade noch ein Tipp, den Salat kann man sehr gut in einem sättigen Kunststoffbehälter zum Picknicken oder in die Body mitnehmen. Also unbedingt ausprobieren. Einen guten. Besten Dank, Natascha und Armin. Es hat Spass gemacht. Merci. Danke. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, was verursacht einen Sonnenbrand? Ultraviolette Strahlen, Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen? Die richtige Antwort auf unseren Wettbewerb sind UV-Strahlen. Der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin bekommen zwei Tageskarten für die Expo 02 und zwei Bons für das Restaurant Bio Tavola. Und gewonnen hat heute Giordano Concetta. Ich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz besonders natürlich bei dir, Natascha, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Auch Sie daheim können heute wieder mitmachen im neuen Expo 02 Spiel in der Coop-Zeitung. Ermöglicht von folgenden Sponsoren: Pasta von Vaiello, Mars Ice Cream, Zenovis Streichwürze, Brita Classic Filterkartuschen und Nivea Duschmilk and Vitamins. Zu gewinnen gibt es ein VW Polo im Wert von mehr als 16.930 Franken. Und auch hier Tageskarten für die Expo 02 und Gutschein für das Coop-Restaurant Bio Tavola in Neuenburg. Das Mitmachen lohnt sich also. Am besten gewöhnt man die Haut langsam an die Sonne, also eher mit hohem Lichtschutzfaktor und an einem schattigen Ort.
Wenn man sich 20 bis 30 Minuten vor dem Sonnenbad eincremt, entfaltet sich der UV-Filter am besten. Auch die Mittagssonne sollte man vermeiden. Die kann nämlich 150 Mal intensiver sein als am Morgen oder am Abend. Kinderhaut ist wesentlich lichtempfindlicher und schutzbedürftiger als die der Erwachsenen. In allen unseren Läden gibt es darum jetzt der wasserfest Nivea Sunspray Kids, farbig, mit dem Lichtschutzfaktor 30, im sicheren Schutz vor Sonnenbrand. Das war es für heute. In einer Woche haben wir für Sie unter anderem ein paar Grilltipps parat. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen!